Wirtschafts- und Branchengrößen wie die Chefin der Österreich-Werbung Petra Stolber, der internationale Spitzenmanager Boris Nemsic und Sepp Schellhorn, der Präsident der österreichischen Hoteliersvereinigung, lieferten sich am Freitag, den 19. November, beim Tourismusgipfel auf der Hohen Mut in Obergurgl einen spannenden Schlagabtausch über Vertrieb, Macht, Gewinn und neue Verkaufs- und Kommunikationskanäle direkt zu den Kunden. ÖHV-Präsident Sepp Schellhorn präsentierte dazu auch eine aktuelle Branchenstudie. Wir haben eine Studie verfasst, einen Evaluierungsbogen auch für unsere Betriebe, wie sie mit den Buchungsplattformen umgehen, wie man sie wartet, wie man das auf mit eigenen Systemen nur einmal warten muss, es vereinfacht, aber auch es nicht kompliziert macht. Klares Ergebnis: Empfehlungen in Social Networks gewinnen enorm an Bedeutung. Alleine mit dem Bearbeiten eines Facebook-Accounts bekomme ich noch keine Gäste. Ich muss die Attraktivität meines Hauses naturgemäß über Facebook darstellen, aber ich muss auch dann die Möglichkeit der Buchung ermöglichen. Und aus dieser Sicht her ist es für uns besonders wichtig. Das Internet wird immer mehr zum Vertriebskanal Nummer 1 im Tourismus, stellte Schellhorn klar. Es bestehen ja Ängste, vor allem, dass man nicht mehr Herr über sein eigenes Hotel ist, dass man nicht mehr Herr über seine eigenen Preise ist. Also diese Ängste wollten wir oder will ich aus dem Weg räumen, und das ist mein Ziel. Von der Seite her werden wir sehen, was in Zukunft passiert. Wir können uns der Zukunft nicht verstellen, und unsere Branche sollte eher mit der Zukunft arbeiten, als wir hier als Bremser zu fungieren. Und wir sollten in dieser Hinsicht auch dementsprechend die Meinungsarbeit und die Meinungsbildung bei unseren Hotels machen. Vergessen wir nicht, dass unter 50% unserer Hotels erst direkt buchbar sind. Bereits 28% der Hotelbuchungen finden heute online statt, 2015 werden es die Hälfte sein. Umso erschreckender sei es, so Schellhorn, dass in Österreich rund 50% der Hotel-Websites nach wie vor keine direkte Buchbarkeit bieten würden. Diese neuen Technologien, sie revolutionieren viele, aber einiges bleibt auch bestehen. Na, Gott sei Dank. Es ist immer noch eine sehr menschliche Branche, und es ist eine Branche, wo die Dienstleistung und wo es auch noch menschelt. Und das sollte es auch immer bleiben. Wir haben einen Beitrag gehört, in dem optimistische Worte gesprochen wurden, trotz Kontrollverlust, trotz Ratlosigkeit und praktisch nach dem Motto: In der Krise steckt auch eine Möglichkeit, also eine neue Chance. Sehen Sie das auch? Ich sehe nicht einmal eine Krise. Ich sehe nur, dass wir uns bei weitem unter unserem Wert schlagen im Vergleich zu den anderen Alpenländern, also die auch im Wintersport mit uns in Konkurrenz treten, sind wir die billigsten im Paket. Das heißt, wir schlagen uns für unsere wahnsinnig gute Dienstleistung und für unser wahnsinnig gutes Produkt bei weitem unter Wert. Und hier das Selbstbewusstsein, das Positive an den Tag zu tragen, ist enorm wichtig. Markus Kindberger, Industry Head der Google Austria GmbH, betonte die neuen Chancen im Vertrieb und Verkauf touristischer Angebote aufgrund neuer Kommunikationstechnologien. Tatsächlich hat sich natürlich durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien vieles massiv verändert. Und ich glaube, die Angst, die man nehmen kann, das kann man am ehesten darüber tun, dass man sagt, das sind nicht die Technologien, die wichtig sind, sondern das sind eigentlich Kunden und Konsumenten, die das nutzen. Ja. Und dann ist man eigentlich wieder dort, wo man hin möchte. Man möchte den Kunden verstehen, man möchte den Kunden gewinnen und muss einfach mit allen Mitteln verstehen wollen, wie der Kunde funktioniert. Ja. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Da gibt es auch Tools, die am Markt vorhanden sind. Da kann man mit Marktforschung viel tun. Da kann man mit offenen Tools, die es im Internet gibt, viel tun. Also Angst ist eigentlich nicht angebracht, weil es ist nur der Kunde, den man eigentlich gewinnen möchte, dahinter. Früher wurde über klassische Werbung versucht, in vielen Ländern und ebenso vielen Zielgruppen mit wachsendem Streuverlust Interesse zu wecken. Heute haben wir über die Internetsuchmaschinen das Ohr viel stärker am Kunden. Wir müssen uns also die Frage stellen: Was sagt uns der Kunde? Nach was sucht er? Eine Suchmaschine wie Google, die ja nur eigentlich Anfrage und Angebot zusammenbringt, birgt wiederum gerade für den kleinstrukturierten Tourismus eine große Chance. Der Fachterminus, der da oft verwendet wird, ist der sogenannte Longtail, ja? Also dass auch kleine Kunden gerade im Suchmaschinenmarketing Erfolge erzielen können. Und das ist ja auch tatsächlich so. Ja? Also viele unserer Kunden im Tourismusbetrieb sind ja ganz, ganz kleine Unternehmen, die Frühstückspension vielleicht hier um die Ecke, die mit ein paar wenigen Euro im Monat auch ein paar Kunden gewinnt. Ja? Und da stimmt halt die Balance zwischen Investition und Return, den so ein kleines Unternehmen bekommt. Ja? Also der Longtail funktioniert
funktioniert. Und das haben ja gerade viele Unternehmen und Unternehmer, One-Man- oder Family-Businesses im Tourismus schon vor vielen Jahren erkannt. In den neuen Kommunikationskanälen müsse man gefunden werden, den richtigen Inhalt anbieten und natürlich unkompliziert buchbar sein. Ja, das würde ich bestätigen. Das würde ich bestätigen, weil es in der Kundenansprache und im Vertrieb und im Verkauf einfach mehrere Kanäle aufmacht. Ja? Also diese großen Kanäle, wie das eben Buchungsplattformen sind, aber eben diese kleinen Kanäle oder eben der direkte Vertrieb, über den wir heute auch gesprochen haben. Und da muss dann halt jeder, je nachdem wie er positioniert ist, auch seinen Kanal optimieren. Der internationale Spitzenmanager Boris Nemsic betonte auf der Hohen Mutalm die Bedeutung der Social Networks. Rund 600 Millionen Mitglieder seien heute bereits auf Facebook. Es gäbe rund 5 Milliarden Handys weltweit. Mit rund 2 Milliarden Handys könne man bereits problemlos im Internet surfen. Ich glaube, die Tatsache, dass die Industrie, die Hotellerie, die Tourismuswirtschaft keine Kontrolle mehr direkte hat über die Informationen, die ist eigentlich positiv, weil da kann man Multiplikationseffekte schaffen, eben auch ohne Aufwand. Und dieses No-Control, das muss man bewusst sein und muss man es ausnutzen. Diese neuen Communities zu nutzen, sei für die Verbreitung von touristischen Angeboten enorm bedeutend. Ich wünsche mir, dass, wenn ich eine Empfehlung mache für Ötztal und da sage meinen 10 Freunden, ich wünsche, dass die das noch 10-mal wiederholen. Das heißt, es kommt ein Lawineneffekt und wenn ich glaubwürdig bin und Service, das ich erlebt habe, auch sehr positiv ist, die werden das annehmen. Das heißt, man findet eigentlich einen alternativen Kanal über soziale Netze, der heute funktioniert viel besser als früher. Früher war es eine Ansichtskarte, die man geschrieben hat, meine ich, anachron. Heute, wenn ich eine App aufs Handy lade, ich trage sie dann weiter mit. Das heißt, ganzes Jahr ist Obergurgl mit mir irgendwo und irgendwann werde ich so neugierig sein, schauen, was wieder Neues gibt. Wenn innerhalb dieser neuen Gemeinschaften Empfehlungen für Regionen und Hotels ausgesprochen werden, dann führt das zu gezielten Aktionen. Und die neuen Medien fördern genau das. Einfach, Emotion, ja. Das heißt, diese Kaufentscheidung oder Empfehlungsentscheidung, die passiert spontan und das soll man nutzen. Und auf der anderen Seite, ich traue weniger den offiziellen Empfehlungen irgendeiner Organisation. Ich traue Ihnen, ich traue, Sie waren da, aha, wie ist die Erfahrung? Und auf diese gehe ich hin. Das heißt, diese Emotionalität ist dann auch im Positiven und Negativen gegeben. Aber die muss man auch betreuen können. Der Geschäftsführer des Ötztal-Tourismus, Oliver Schwarz, sprach sich dafür aus, auch die zahlreichen Hotelbewerbungsportale nicht als Gefahr, sondern als Chance zu begreifen. Also für uns, glaube ich, war das Wichtigste, dass wir eine Buchbarkeit herstellen müssen für die ganze Region, dass wir selbst, glaube ich, als Ötztal vielleicht auch auf der höheren Ebene wie Tirol oder überhaupt in Richtung Alpen in der Lage sein müssen, eine Community zu bilden. Das heißt, auch unsere Kleinstrukturiertheit überwinden müssen, gemeinsam an einen Strang und in eine Richtung ziehen müssen, wenn es um Preise geht, wenn es um Auftritte geht, wenn es um gemeinsames Vorgehen am Markt geht. Wir haben ja auch mit Communities zu tun und wir selbst, da möchte ich sagen, sind noch nicht so weit, dass wir eine Community bilden. Und wenn wir schon mit Communities kommunizieren sollen, glaube ich, sollten wir auch auf dieses Niveau kommen. Und trotzdem, glaube ich, könnten Sie auch einen kleinen Schulterklopfen auch mitnehmen, denn es würde einige Mal betont, wie wichtig es sei, eben auch Netzwerke zu bilden und Zusammenschlüsse. Und da haben Sie auch schon einen Anfang gemacht. Das freut uns natürlich sehr. Auf der einen Seite ist auch diese Veranstaltung, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wir haben mit dem Thema wieder sehr gut ins Schwarze getroffen. Wir haben hochkarätige Referenten begrüßen dürfen, auch aus unterschiedlichen Branchen. Das ist uns sehr wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Es ist uns auch sehr wichtig, als Tourismusverband, als Ötztal Tourismus, in gewisser Weise bei diesen Dingen auch State of the Art zu sein, wirklich dort zu sein, was unser Vermieter braucht und auch dort zu sein, was der Konsument, der Gast, der mündige Gast, der ja immer mündiger wird, braucht. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg, aber es ist für uns auch immens wichtig, uns immer weiter zu entwickeln. Wer ein gutes Produkt verkaufe und dafür auch Zuspruch bekommt, der kann profitieren. Ich glaube, man muss offen sein. Man muss genauso offen sein, wie man in den neuen Technologien, die man privat nutzt, sehr offen sein muss. Man muss es zulassen. Das ist einmal das Wichtigste, weil nur wenn man es zulässt, wenn man sich aktiv darauf einstellt, dann nimmt man auch die Angst oder demjenigen, der damit zu tun hat, die Angst vor diesen neuen Technologien oder vor diesen neuen Möglichkeiten. Man muss auch sehen, dass man hier, wie gesagt, die Chance hat, auf einem internationalen, weltweiten Markt präsent zu sein. Und ich glaube, es gibt keine Alternative dazu, weil die Alternative wäre, sich einfach in sein kleines Haus zu verkriechen,
legen, hier auf Kunden zu warten und dann zu sagen, schaut, wie schön wir es hier haben. Das ist die eine Sache. Die Stammgästepflege ist natürlich immens wichtig, aber man muss mit der Zeit gehen, man muss, wie gesagt, offen sein für diese neuen Technologien und man muss dieses Zulassen einfach dazu nutzen, um die Angst zu bekämpfen.